Vama Chaturtham Shapadasana. Setze dich in eine kreuzbeinige Stellung. Der linke Unterschenkel ist unten und das rechte Schienbein ist oberhalb der linken Wade. Setze dich so hin, dass die linke Wade gedrückt wird durch das rechte Schienbein. Das ist Vama Chaturtham Shapadasana. Man könnte sagen, eine Variation von Sukhasana mit etwas engeren Knien und mit dem linken Unterschenkel unter dem rechten.